Recht herzlich willkommen zur 62. Folge vom Corvo Space Programm. Ja, wir sind im Orbit und versuchen unseren Mondlander so hinzukriegen, dass es klappt. Dafür müssen wir mal hier ein bisschen was noch einstellen jetzt. Unsere Bahn ist ja nicht so ganz so dolle. Ist das der Mond? Das ist der Mond, das bedeutet, da müssen wir jetzt das Ziel setzen. Achso, ich muss erstmal hier raus. Ich bin jetzt hier voll falsch, ne? Wir müssen erstmal dahin, damit wir das machen können. Da können wir das Ziel nicht da setzen. Der Dralo hatte das geschrieben, dass ich halt jetzt erstmal wieder den Akzendenten richtig machen muss. Machen wir hier Licht an für Strom. Oh, Strom ist ein bisschen knapp. Da müssen wir gucken, dass es nachher wieder klappt. Wir sind jetzt auch gerade im Schatten, ne? Das ist also nicht so gut. Machen wir das erstmal mit dem Mond, oder? Da ist der Mond. Set as Target. Und dann der Höhere, hat er gesagt. Tja, was ist der Höhere? Gute Frage. Der Nächste aber, hat er gesagt. Dann ist das ja... Der nächste Punkt, wir fliegen da, der nächste wäre dann also dort. Da müssen wir Manöver machen. Und dann müssen wir, ja genau so rum. 09, 07, 04, 03, 01, 01, 01, 00. Ist der andere auch 00? Der ist mir jetzt weggehuscht, oder? Der muss aber auch 00 sein, wenn der 00 ist. Okay. Gut, das würde bedeuten, das funktioniert soweit. Hier unten aufmachen, damit wir sehen. 148 müssen wir da brennen, um das gerade hinzukriegen. Würde ich jetzt sagen, warpen wir hier mal hin. Und dann müssen wir uns da gleich drauf vorbereiten, dass wir das machen, ne? Dann können wir noch einen Stück weiter vormachen. Okay. Da ist unser Ziel dann. Das sollte funktionieren, oder? So, eine Minute Zeit. Ach so, ausrichten müssen wir. Nein, andersrum. Warte mal. Da machen wir mal an. So. Ich glaube, da ist der Punkt. 40 Sekunden. Ja, können wir so laufen lassen, ne? Was war das? Z, glaube ich, und X für Gas und nicht Gas, ne? Nur noch einen Tacken schneller. Können wir gerade einmal einen Tacken schneller machen. Nochmal einmal. So, 13. SIS machen wir gerade aus. Und wir brennen das jetzt mal gerade runter. Und stoppen das. So, dann zoome ich mal gerade raus. Wo ist denn das? Und ich glaube... Schwer zu sehen, aber einigermaßen passt das, oder? Gut, dann können wir den löschen. So, jetzt sollten wir mit dem Mund auf einer Ebene sein, würde ich sagen, oder? So, wo ist jetzt die nächste Anweisung? Die bedeutet irgendwie... der Mund soll auf der falschen Seite stehen. So, ich soll mich oben so drehen, dass die Peri unten ist. Oh, das ist jetzt hier. Mhm.
So, erstmal gucken. Das ist die Apoapsis. Und wieso rum muss ich machen? Die Perre unten ist also. Einmal bitte um 180 Grad drehen. So, das ist unten. Naja, irgendwo so und so. Passt. So, an der Perre brennen ist immer am effizientesten. Das ist also hier unten. Das würde bedeuten... Ja, da muss ich jetzt mal näher rein. Würde bedeuten, ich sollte hier ein Manöver setzen, denke ich mal. Und dann muss es aber irgendwann erstmal da sein, dass der Mund da auch vorbeikommt, ne? Gut. Jetzt so lange Zeitbeschleunigung rein, bis der Mund rechts oben auf 2 Uhr ist. Da, gut. Ja. Das dauert ewig und wir sind jetzt da zu nah dran. Deswegen geht die Zeitbeschleunigung nicht so schnell vorbei, ne? Ja, das wird ja ewig dauern, ne? Okay. Können wir nicht schneller, weil wir so nah dran sind. Geht jetzt schneller? Okay. Dann sind wir auf. Ja, ich glaube, das wird ewig dauern. Ja. Ja. Das ist jetzt ein langes Unterfangen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir machen das vielleicht anders, ne? Wir lassen den da erstmal fliegen. Das wird eine Weile dauern. Und wir könnten in der Zeit ja überlegen, was anderes zu machen, oder? Wir können ja mal ins Zentrum gehen und gucken da erstmal rein. Weil irgendwas von der Startrampe so haben, ne? Dann können wir das zwischendurch machen. Einmal gerade in die Aufträge gucken. Ferry to Tourist, positioned in the polar orbit. Okay, rescue. Test and present parachute in flight over Kerbin. Achso, warte mal, da war noch was mit Temperatur. Das müssen wir, glaube ich, noch machen. High over Kerbin und sowas fehlt uns noch, ne? Warte, dann gehen wir wieder rein. Müssen wir wieder in unseren Flug reingehen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Gut, dass ich da jetzt reingegangen bin. Dann haben wir das nämlich gleich doch noch. High over Kerbin ist 250 Kilometer über. Und das kriegen wir auch gleich hin. 20... 30, 40, 50. So, jetzt müssen wir nur gucken. Ah, jetzt ist es natürlich gerade nicht in der Sonne. Wie sieht es denn überhaupt hier so aus? Aber wir waren in der Sonne und haben jetzt auf jeden Fall Elektrizität. Das ist das falsche Instrument. Das war die Antenne. Da ist es, ne? Das ist nochmal da. Ja, können wir senden, ne? Antenne geht auf, Strom ist da, sollte funktionieren. Wir sind über 250, passt. Gut. Das passt dann auch. Gut, lass uns mal gerade... fliegen. Okay, das ist auch eine Solarzelle, die dann da wahrscheinlich beleuchtet wird. Ja. Können die mal gerade... Aber das spielt keine Rolle, weil wir drehen uns ja sowieso, ne? Gut, okay.
Lädt auch wieder auf. Okay. Atmosphärendruck. Haben wir da nicht. Gesendet haben wir. Science passt. Gut, weg. Wir haben hier noch irgendwie was an, ne? Oder? Da müssen wir auf der Karte noch, oder? Da ist er. Der kann weg. So. Wir hätten das ja korrigiert, ne? Perry war hier, oder? Ja, der hat sich aber noch nicht viel verändert, alles klar. Gut, nochmal ins Space Center rein. Die Science haben wir gemacht. Dingens hatten wir, Thermometer hatten wir auch geguckt. So, jetzt haben wir auch taghell, ist ja auch mal schön. Sun. Vom Ort auf. Okay, das ist alles schön und gut. Bringt uns gerade nicht weiter. Ja. Wir müssen dann mal irgendwann einen retten, ne? Könnte man jetzt eine Rakete bauen? Und für die Rettungsaktion brauchen wir dann Hex, irgendwas mit Hex brauchen wir. Kenne mich jetzt hier mit den Teilen hier nicht so auch aus. Thermometer. Das waren die Antennen. Das ist ein Go. Das ist das. Flight Unit, Computer Flight Unit. Das ist Barometer. Das ist Science. Tja. Das ist das? Ne, ist die Batterie. Auch Batterie? Das ist ein Service Bay. Empfindliche Instrumente. Okay. Hiker Storage Container. HSC. Aber das Ding heißt nicht HSC, oder? HECS steht da. Ja. Das ist jetzt alles nicht. Scheinwerfer. Scheinwerfer brauchen wir nicht. Das ist Schutzschild, ne? Ist sowas nicht bei, oder? Dekoppler. Noch einer. Brandadapter, okay. Reaction Wheel, damit kann man doch steuern, oder nicht? Treibstoff kontrollieren kann man nicht. Da sind Antriebe. Cockpit. Okto. Sputnik. Also irgendwie bin ich gerade auf dem Holzweg, glaube ich. Gehen wir hier raus. Gehen wir gerade hier rein. So. Aber die Grünen habe ich schon alle, ne? Oder? Ja.
Advanced Rocketry. Das ist es aber nicht. Das sind Antriebe. Fuel Tank, das ist alles auch nichts. Advanced Construction ist es eigentlich auch nicht. Das ist hier mehr Flugzeugtechnik. Ich glaube das auch. Flight Control. Hier muss es wenn drin sein. Small Inline Reaction Wheel. Ich glaube das ist das da. Ja. Basic Sense. Gut. Space Exploration. Gut. Batteriebank. Ja, okay. Miniaturisierung. Und jetzt lass mal gerade gucken. Wir haben ja 42 Punkte. Da kann man noch nicht was mit anfangen. Dieses würde mit 45 gehen. Advanced Flight Control. Nee, ne, oder? Das sind die Düsen. Das ist alles nicht, was wir dafür brauchen. Wenn das wirklich Hex heißt, dann Adapter, Adapter. Nö, weiß ich jetzt nicht. Der Dralo wird mir das dann wohl nochmal sagen müssen, was es ist. Oder das heißt gar nicht Hex, das ist ein Fehler, aber ich habe fast die Vermutung, hier war das, ne? Das ist dieses Teil, das Reaction Wheel. Ja. Found lying by the side of the road. Alles klar. Gut. Aber ich sag mal ganz einfach so, für die Runde soll es dann auch im Endeffekt ja reichen. Wir können gerade noch einmal gucken, wo wir unterwegs sind. Der Munder steht da, die Periapsis ist wahrscheinlich sogar da, das passt. Müssen wir gerade gucken, können wir gerade einmal reingucken, dass wir das sehen. Karte aufgerufen. Da ist die Periapsis und da ist der Mund. Das heißt, das funktioniert immer noch nicht. Gut, das wird also noch eine Weile dauern, bis wir da weiterkommen. Vielleicht bauen wir in der Zeit noch eine Rakete zwischendurch mal schon für die Rettungsaktion. Können wir dann machen. Hier dieses Weiterwarpen, das dauert ja dann doch eine ganze Weile, bis das passiert sein wird. Da können wir definitiv was anderes zwischenzeitlich machen, oder? Ja, ist so. Einmal gehe ich jetzt noch um. Komm schon. Gut. Wäre jetzt nur höchstens zu machen, dass man sagt, komm, wir machen hier die Periapsis größer, dann wird das schneller gehen, ne? Dann dreht er immer flink rum und dann geht's, aber so wie es jetzt ist, ist es immer schwierig. Okay, aber wie gesagt, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.